So, jetzt ratet mal, wo der Kelch ist. Auf der anderen Seite. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Dieser Riesensturz aus dieser Extremhöhe tötet uns nicht. Aber na gut, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ha, egal. Überlebt ist überlebt. Das Schöne ist ja auch, wir sterben hier in dem Spiel schon, bevor wir überhaupt unten aufgekommen sind. Das heißt, sterben, wir gehen K.O., weil wir haben ja unsere Lebenslöschen. So. Was? Och nein. Dieser Level, er macht mich wahnsinnig. Ich glaub das nicht. Komm, Daniel, bitte. Bitte. Oh, ich hab kein Schild mehr. Ja, nehm mal Silberschild. Oh, ich bin noch nicht verzweifelt. Noch nicht. Noch nicht. Obwohl ich allmählich einen guten Grund dazu hätte. Und wieso mussten die den Kelch unbedingt da verstecken? Wieso ist diese Stelle so beschissen? Mein Gott, das war knapp. Ach so. Jetzt erst wieder in den Käfig springen. Okay, und jetzt muss das einfach mal klappen. Wo bleibt denn der hängen? Kann es mir ein Mensch erklären, wo der hängen bleibt? Und da noch dahin! Das Spiel, das Spiel, das Spiel. Ich werd wahnsinnig. Ich werd wahnsinnig. Ich werd wahnsinnig. Ich merke schon, was los ist. Ich merke, was los ist. Mein Gott, und ich hab gedacht, ich nehme das hier mal so schnell auf. Aber so beschissen hatte ich diesen Level nun wirklich nicht in Erinnerung. Und warum kriege ich diesen einen Sprung einfach nicht hin? Er will auch nie laufen. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Was ist denn mal los mit dem Level? Ist der verhext irgendwie? Ich weiß. Er ist durch die Plattform durchgefallen. Eine extrem beschissene Programmierung, ne, von den Sprüngen hier. Es ist die Krönung. Es ist absolut die Krönung. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Er ist einfach durchgefallen. Durchgefallen. Ich meine. Ach, hallo Skelett. Die haben wir ja noch gar nicht gesehen. Nicht irgendwie schon so im 5. Mal. Wenigstens krieg ich das hin. Weißt du denn, wenn mir ein Gefallen tun würdest, dann gehst du einfach gleich sterben, damit die nicht immer wieder hier hinlaufen müssen. Oh, wow, du bist nicht durchgefallen durch die Plattform. Ja, guck mich nicht so beschissen an. In das Ding rein. So, und jetzt. Denn. Er ist gelaufen und gesprungen. Ich glaub es nicht. Was für mir spielt sie ernsthaft sagen, dass ich wieder. Moment. Moment. Gut. Gut. Ab zum Boss. Schnell. So, und bei dem Boss brauchen wir. Na gut, erstmal das Schwert. Erstmal müssen wir dieses Skelett hier töten. Die uns ziemlich auf den Sack gehen. So, wir können den Boss nicht direkt angreifen. Deshalb brauchen wir den Knüppel. Und müssen ihn mit seinen Kanonenkugeln treffen. Was extrem schwierig ist.
wie ich es gerade auch präsentiere. Okay, wir haben ihn einmal getroffen. Das Problem ist, dass ich immer wieder die Waffe wechseln muss, weil ich diese Skelette töten muss. Und die machen einen verheerst unfair hohen Schaden. Guck dir das mal an, die halten bestimmt 6 Schläge von der besten Waffe im Spiel aus. Spam eine Kanonenkugel, spam. Oh, ist das unfair, dieser Boss. Ich schaff den nicht. Ich sag's euch, ich schaff den nicht. Jetzt mach doch mal das Feuer an! Da willst du mich eigentlich verarschen! Das wird nichts. Ich habe zu wenig Leben dafür. Beziehungsweise ich treffe ihn einfach nicht. Oh, es gibt es nicht. Triff ihn doch. Es ist... Ich verzweifle noch. Er trifft ihn nicht. Ja, natürlich! Was hat denn der für eine Angriffsreichweite, der Scheißpirat? Er hat so ein kleines Kackschwert, ne? Ja! Das Spiel mich verarschen willst du mich nicht, oder? Sag mal, hey, was soll denn das? Jetzt mal ernsthaft, wie soll dieser Boss gehen? Ich schaffe es schon wieder nicht. Er trifft ihn nicht aufs Verrecken. Übrigens kein Schild mehr. Finde ich auch super. Geschafft! 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 Wir haben es geschafft! Mit 105 Verdreckkackleben. Geschafft. Ha. Ich glaub's nicht. Nein, 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 nein. Dieser behinderte Kackdrecks Arschpotzenlevel. Nein, was anderes fällt mir dazu nicht mehr ein. Oh mein Gott, bitte gebt mir ein paar Lebensflaschen. Oder Lebensfläschchen. Chill dort, komm schon. You are back, Herr Fortescue. I think this is because of my shield, yeah? But I have something else I can give to you. Something you may find very interesting. Ja, immer her damit. Ja, ja, her damit. Warum denn Gold? Was will ich mit Gold? Ich habe fast 3000 Gold. Ich will... ich brauche Leben. Ist einfach so. Vor allem für den letzten Bosskampf gegen Sarok
Euch eine volle Anzeige an Lebensflaschen. Voll muss die sein. Ja, das Geisterschiff. Ihr mich auch. Ja, natürlich speichern wir. Denkst du, wir werden nochmal spielen müssen? Mein Gott. Leute, das Schlimmste ist hinter... Also, das haben wir jetzt hinter uns gebracht. Das beschissene Geisterschiff. Die Eingangshalle. Wir sind bei Zarok angekommen. Mit Hilfe natürlich des beschissenen Geisterschiffs. Wovon jetzt der natürlich der Kapitän ist. Die Eingangshalle. Okay. Wir sind bei Zarok angekommen und hier gibt es diese Gegner. Was hat denn eigentlich der hier zu sagen? Sag mal was hier. Sir Daniel Fortescue, standing bold as you like in the foyer of Zarok's castle. Who'd have thought it? Not us, that's for sure. We's afraid the master of the house is out trying to plunge the land into eternal night. But come on in and make yourself at home. Okay, Zarok ist anscheinend gerade nicht da. Allerdings saß es in diese kleinen, nestigen Trollviecher wieder. Die haben so eine seltsam farbige Fackel. Diese Fackel bedeutet so viel wie, die kann man nur mit magischen Waffen töten. Das heißt, mit den magischen Pfeilen, dem Schwert und, ich weiß nicht, vielleicht noch mit dem Blitzen, aber... ich weiß es nicht genau. Alle Welle benutzen wir das Schwert. Oh, wie herrlich das ist. Schwache Gegner. Ne, wo müssen wir eigentlich lang? Ich glaube, wir müssen erst hier lang. Man sieht vielleicht schon, dass der Level nicht besonders lang ist, nicht besonders schwer. Ich finde ihn einigermaßen sinnlos. Aber naja, heilen wir uns erstmal auf. Oh, Leute. Es tut mir leid, dass ich mich so aufgeregt habe. Vor allem beim Geisterschiff, aber ihr habt es gesehen, er ist teilweise durch die Plattform durchgefallen oder an unsichtbaren Wänden hängen geblieben, nur um zu sterben. Kann doch nicht sein, sowas, oder? Ah, na gut, wir haben es ja geschafft. Ich glaube, ich bin hier richtig, oder? Ja, genau, da ist der Ausgang. Aber ich brauche diese drei Viecher hier, kommst du bitte raus? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich glaube es nicht. Ich glaube es ernsthaft nicht. Ach so, das funktioniert natürlich nicht. Ja, na, das ist ja mal super. Verrecke. Also, anscheinend zählt der Blitz nicht als magische Waffe. Steht ja auch nicht magisch davor. So, wir wollen uns ja den Kelch holen. Meine Güte, ich müsste mal mein Schild so aufladen. Ja, bei dem nächsten Wasserspeier laden wir uns auf. Definitiv. Ich glaube, ihr müsste irgendwo einer von den Viechern sein, die mir die Waffe stehlen wollen. Das Problem wäre, wenn der das schafft, könnte ich sich auch nicht wiederholen, oder? Mein Gott, es sind nicht nur einer, es sind drei. Okay, ich lasse ihn einfach stehen. Einen lasse ich überleben. Gut, wir haben den Kelch. Raus aus diesem Level. Das ist so eine Art Erholungslevel nach dem Geisterschiff. Nächste Level ist... soll nicht heißen, dass der nächste Level einfach ist, aber im Gegensatz zum Geisterschiff ist er ja gar nichts. Ach, da ist doch so einer. Der habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Komm schon. Lad mich auf. Nee, erstmal die Services. Zack, 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 zack. So, den Schild voll aufgeladen. Wir kaufen uns einfach einmal alles voll. Okay. So, sagen wir erstmal ein bisschen Geld ausgeben und haben immer noch 834. So. Das heißt, wir können auch erstmal wieder den schönen Schild benutzen. Gut. Und raus hier. Ah, geschafft. Die Halle dahin sehen wir jetzt zum vorletzten Mal im Spiel.
Es fehlt dann nämlich nur noch ein einziger Kelch im nächsten Level. Wer will denn eigentlich diesmal was von uns? Ach, ihm schien ja wiesen der. Aber wenn der Typ dann so Sauerschwert gegeben hat. How's that so bearing up? I told you it was magic, right? I've got some it here I can give you, but I've no idea what it is. Do you fancy your chances, like? Ja, gib mir einfach das Teil. Ich habe kein Wort von dem verstanden, was du gesagt hast. Oh, danke, 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 danke. Ich liebe dich, Goldman. Ich meine, ich liebe dich. Okay, raus hier. Ach ja. Es geht mit dem Leben wieder etwas voran. Hoffe ich doch mal, dass ich im nächsten Level nicht sinnlos viele verliere. Natürlich speichern wir gleich nochmal. Auch wenn das Speichern immer so seine Zeit braucht, aber wir können warten. Okay, nein.